Hallo und willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Reihe. Ja, wir hatten ja mal vor geraumer Zeit das Spiel Banished angetestet, also sprich ein Let's Test gemacht. Ja, und wir haben uns jetzt gedacht, wir werden einfach mal eine neue Let's Play-Reihe starten zu dem Spiel. Das heißt, ich werde euch jetzt hier in dem Game Banished begleiten. Wie viele Folgen es ja werden, kann ich euch nicht sagen. Es kann sein, dass es 20 Folgen werden, es kann sein, dass es 80 Folgen werden. Das kommt immer darauf an, wie sich das Spiel halt entwickelt. Ich habe ja gehört, dass es ja recht schwer sein soll. Es kann sein, dass uns die Leute dann früher oder später krepieren. Ja, müssen wir einfach mal sehen. So. Können wir mal gucken, ob wir hier einen guten Namen... Ne, die sind alle nicht so. Wir nennen das Ganze einfach mal Pappenheim. Pappenheim, so rum. Mapseed, lalalalalala. So. Keine Ahnung. Wir nennen einfach mal den. So, Terrain, Valleys und Mountains. Natürlich bleiben wir bei den Valleys, also den Tälern. Warum... Lässt sich, glaube ich, später noch recht gut erläutern oder ihr werdet es eigentlich auch später noch sehen in den weiteren Folgen, wenn sich die Stadt so entwickelt oder vom Dorf zur Stadt, kann man schon fast sagen, so ist es zumindest geplant. So, natürlich machen wir das Ganze auf groß. Klima fair. Wir könnten es natürlich auch mild machen, aber es soll ja auch regnen und sowas. Das machen wir aus und das lassen wir auf Standard. Wir hatten das Ganze ja, wie gesagt, bereits schon beim letzten Test angespielt. Also werden wir auch so ähnlich jetzt vorgehen mit der Aufbauweise. Wenn denn unser kleines Dörfchen sich generiert... Wir haben, wie gesagt, einfach jetzt irgendeinen Seed genommen. Ich hab... Oh. Ja, wir sind schon mal an einem kleinen Bächlein gelegen. Ist überall Wasser, das ist schon mal geil. Können wir auf jeden Fall ein paar Fischerbuden dann nachher hier hinkloppen. Denke ich mal, dass... Weiß ich nicht, ob die aus dem Bach was rauskriegen, ist eine gute Frage. Müssen wir einfach mal später gucken. Auf jeden Fall sind unsere Arbeiter, die sind momentan noch obdachlos. Wir werden mal gucken, ne? Dass sie erstmal hier ein bisschen was abbauen, damit wir Ressourcen noch haben. So. Können jetzt erstmal schön arbeiten. Das machen wir auch noch weg. So. Gucken, ob die jetzt anfangen. Ja, natürlich, die haben schon Hacke in der Hand. Ja, gerade die Frauen arbeiten hier. Wollen ja alle, dass es sich entwickelt, dass sie nicht mehr obdachlos sind und ihre ja, Bude haben. Haben wir denn hier überhaupt als Häuser? Hier. So, einmal so ein Häuschen. Was haben wir hier? Ja, Steinhaus ist schon was richtig Exklusives. Das bauen wir natürlich jetzt noch nicht. Und natürlich schneit's. Gerade noch schönes Wetter, war. Ja. Okay. Ein Boarding House. Das könnte man doch... Das könnte man doch wirklich jetzt am Anfang nehmen. Damit die Leute... Zumindest schon mal ein Dach über den Kopf haben. Ja, genau, das werden wir auch machen. Wenn wir das hier irgendwie hinkriegen. So vielleicht? Nee, was ist denn hier am Weg? Mal das auch, ah, mit R kann man das quadrieren. Habe ich, glaube ich, im letzten Test gar nicht mitbekommen, so. Ich würde das eigentlich ganz gerne hier irgendwie so hin haben.
Na, warum geht das denn nicht? Ja, auch Kacke. Wir kloppen das ganze Ding hier hin. Scheiße. Shit. Jetzt haben wir hier auch noch so ein Ding. Machen das mal hier weg. Nee, das können wir nur abbrechen. Shit. Scheiße. Jetzt bauen wir gleich zwei von den Dingern hier hin. Mist, Mist, Mist. Scheiße. Müssen wir removen hier? Ja. Weg ist es. Weil wir wollen jetzt natürlich nicht gleich so direkt so ein hier, wow, so ein Riesenhaus hinbauen. Also natürlich schon ein Riesenhaus, aber natürlich nicht mehrere. Das wäre ein bisschen blöd. Zumal wir auch nicht so viele Einwohner haben. Was mit dem hier? Macht erst 9 Jahre. Aber die anderen arbeiten auch. Warum arbeitet er denn nicht? Natürlich brauchen wir auch Nahrung. Wir bauen hier mal so ein Crop-Field an. Also ein Feld einfach. Dann machen wir mal genauso hier hin. Damit die Leute uns hier nicht krepieren. Könnten wir nicht auch irgendwo. Ah. Das können wir mal vielleicht mal hier so hin. Hier so in die Ecke machen. Da sehen wir, wie viel Rohstoffe wir noch haben. Genau. Das ist das, was ich gesucht habe, diese Jobanzeige. Kann man nämlich hier schon 3 Bauarbeiter, auf jeden Fall. Damit die auch schon anfangen, unser Dörflein, erstmal ist es natürlich ein Dorf, zu bauen. Die ja, wie gesagt, Dach über Kopf haben und nicht mehr obdachlos sind. Und damit das Ding hier nicht übermäßig voll wird und die Leute das hier abbauen können und weiter transportieren. Weil das ist nämlich schon fast voll. Müssen wir nur noch wissen, wo unsere Bauarbeiter sind. Ja, 3 von 4 sollen hier arbeiten. Wo sind sie denn? Wobei man das auch so betrachten muss, dass sie vielleicht. Ja. Ist fast voll. Dass man das so betrachten muss, dass sie entweder jetzt erst ihre Arbeit fertig machen. Und dann vielleicht hier hingehen. Können wir denn irgendwie das hier noch erweitern? War hier nicht irgendwie sowas, wo wir das erweitern können? Bin ich der Meinung, dass ich irgendwo sowas gesehen habe. Wo war das denn? Ah. So, mal hier noch ein bisschen erweitern. So. Die Fläche brauchen wir eh nicht. Jetzt klappen sie es noch hier hin. Und transportieren das jetzt wieder weg. Hallo? Hä? Warum schaffen die das jetzt wieder? Warum schafft ihr das denn da jetzt hin? Wo wir da jetzt sind? Halt, stopp. Ein bisschen blöd irgendwie. Aber die sollten mal jetzt hier mit der Hütte anfangen. Hier die Priorität noch irgendwie hochschrauben. Naja. Mist. Ah, stimmt, hier muss ja noch ein bisschen was weg. Sonst können die ja gar nicht anfangen zu bauen. Ne, Bauer braucht man jetzt eigentlich noch nicht, weil ja, das ja immer noch Zeug ist, quasi.
und die das dann noch nicht anlegen können. Ja, das ist auch schon fast voll. Die legen das sogar jetzt hier schon daneben. Könnt ihr mal ihr Müll bitte wegräumen? Danke. Und natürlich haben wir auch hier auch Tiere. Und irgendwo gibt es ja sicherlich einen Jäger oder sowas. Ja, eine Kneipe gibt es auf jeden Fall, oder? Ja, hier eine Kneipe. Ja, wir haben also eine Jägerbude. Also müssen wir mal das ganze Gezuppel hier wegräumen. Und hier genauso. Nicht, dass die Leute hier früher oder später krepieren, weil sie keine Nahrung haben. Deswegen sollten sie das hier mal irgendwie ja, schneller machen. Was haben sie hier? Show Limits, Place on Resource Production. Ah ja. Das lassen wir einfach so, ich erinnere hier nichts weiter. Die machen ganz schön hier. Ja, die räumen das jetzt erstmal hier raus. Ja, auch das machen, irgendwie abbrechen. Ah, dann können sie erstmal aufhören. Hier müssen sie weiterarbeiten. Weil das sollte theoretisch jetzt schneller gehen, wenn die nicht mehr allzu viel haben. Aber wir können die Leute auch nicht irgendwie dahin schicken. Wir können den Typen. Wir können nur hier followen. Followen. Ich glaube nicht, dass es damals schon Twitter gab, wo man die followen kann. Ah, das sieht ja gut aus. Sind das meine Bauarbeiter? Nee, der will auch. Ah, doch, der ist Builder. Ah. Na gut, der muss aber auch erstmal das ganze Gezuppel hier wegräumen. Zum Glück haben wir hier nicht so ein Wetter. Das ist ja wirklich sehr massiv. Mal regnet's, dann schneit's plötzlich, dann ist der ganze Schnee wieder irgendwie weg. Und ja, jetzt ist wieder Sonne. Können wir auch irgendwie die Ansicht drehen? Irgendwie kann man auch sicherlich die Ansicht drehen. Wette ich mit euch. Ah, das kriege ich auch noch raus. Ah, ne, ist immer noch nichts hier. So, die sind aber gleich fertig. Das heißt, das Obdachlosenheim wird gleich gebaut. Wir haben 57 Grad in der Sonne, 58 Grad. Die Leute müssen noch schützen wie sie Hacke. Jetzt bringen sie unsere Ressourcen endlich hier hin. Sobald die Ressourcen dann entsprechend voll sind, fangen die natürlich dann auch an, vorher können sie nicht anfangen. Okay, die könnten anfangen, aber dann würde nur ein halbfertiges Haus rauskommen, wenn nicht alle Ressourcen da sind. Ja, fehlt noch Stein. Hat er jetzt irgendwas abgelegt? Die legen das irgendwie ins Nirgendwo ab. Und plötzlich haben wir schon den. Was ist das? Keller? Oder. Leichenruhestätte. Fast was wie da, wo die Leichen reinkommen. Ich glaube, das soll einfach nur der Keller sein oder sowas. Nicht stehen, sondern arbeiten. Na, okay, sie fangen an zu arbeiten. Finde ich gut.
So, jetzt müssen die das ganze Gezuppel hier noch wegräumen. Noch, ja, 16 Bäume. Dann können wir endlich mal unser Feld anpflanzen, um, ja, Nahrung zu kriegen. Das können wir auch noch wegmachen. Können wir jetzt hier irgendwo dann auch noch, na, ja. Hunterhütte hinhauen. Weil, ja, ich bezweifle, dass die Leute sich von, ja, mal gucken, was wir anbauen, ernähren wollen. Es wäre doch sehr eintönig. So, Bäume weg. Ja, die bringen natürlich hier Zeug hin. Warum auch immer. Warum? Jetzt will ich mal sehen, wo die das hinräumen. So, die geht da hin mit Holz. Legt's. Ja. Okay. So. Korn und Squash. Wir wollen einfach mal Weizen dann, oder? Oder Korn, das sieht doch eher aus wie Mais. Keine Ahnung, wir bauen es einfach mal an. Können wir, denke ich, ein paar Kartoffeln draus machen? Beziehungsweise Kartoffeln und dann ein paar Pommes frites, aber ich glaube, sowas gab es in dem Jahr noch nicht, wo das spielt, welches Jahr auch immer das ist. Food Limit. Das kann man sogar auch erhöhen. Cool. Ah, wir bräuchten noch einen Farmer. So, zwei Farmer. Oder? Ja. Zwei Farmer. Oh, unser Haus sind doch schon gestaltern. Geil. Ich würde das mal drehen, nur irgendwie. Aber irgendwie lässt sich das gar nicht drehen. Ich bin einfach nur zu blöd dafür. Schon jede mögliche Taste ausprobiert. Ah. Mit Leertaste halten wir das Spiel an. Cool. Kann man auch mal so zwischendurch einiges erläutern vielleicht. Ist eine Bäuerin? Ne, wo sind unsere Bauern hier? Bauer, wo bist du? Da ist ein Farmer. Ne, eine Bäuerin. Wo ist unser Bauer? Da. Ist aber nicht das Feld. Das Feld ist da. Genau da. So. Die riesige große Hand mobbt diesen Typen. Weil er nicht das macht, was er soll. Mob, mob, mob. Er macht halt nicht das, was er soll. Horn. Zwei. Warum machen die nichts? Das ist bestimmt noch irgend so ein Trick, was, wo man hier irgendwas klicken muss. Korn. Ist das jetzt an oder aus? Ah, Scheiße. Wir hatten das Arbeiten ausgemacht. Ups. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, jetzt fängt er an hier. Och, das Obdachlosenheim ist fertig. Und siehe da, es haben alle ein Dach über dem Kopf, außer die zwei Leute hier. Der Dachschwan und der Flinten. Ja. Die müssen unter der Brücke leben. Obwohl wir gar keine Brücke haben. Na, das ist diese Fischerbude hier, die ich meinte. Egal, die kann man sogar hier anbauen. Cool. Wie kommt dann dahin? Können wir die noch verschieben irgendwie?
Ja, warte mal. Ja. Wir müssen ein bisschen Struktur hier reinbringen. Sollten ja nicht zu viel Platz irgendwie gucken. Nee, nee, nee. Nee, es passt auch nicht. Oh, Moment mal. So rum, oder? So, passt das. So, bauen die jetzt hier an? Die bauen an. Was auch immer die machen. Erstmal umgraben, glaube ich. Ein kleines Häuschen könnte man ja vielleicht auch noch errichten für die zwei. Wir müssen das so. Oh, Mann. Oh, hier ist der Eingang. Oh. Klappt mal das hier so direkt hin. Okay, wir haben zwar jetzt was vom Berg eingedrückt, aber. Naja. Scheiß drauf. Die sind erstmal da beschäftigt. Fahren wir noch hier. Das Tool ist eigentlich ganz praktisch mit diesen, mit dem Abbauen hier. Kann man gleich ganze Flächen eliminieren. Weg schon Korn. Ja. Fischerbude wird auch gebaut. Recht schnell. Aber allein da schon haben wir jetzt ein gut, ja, bis mehr als 20 Minuten geschafft. Und ja, muss man sagen, eine reife Leistung. So, die Fischerbude ist auch fast fertig.